Alles klar. Häschen versus Mark SSDA. Häschen mit DK gegen klassische Samus. Für die Knie, so weißt du. Scheiße. Oh, Down Smash trifft mit beiden Hits. Das ist ja mal special. Ja, jetzt bin ich dabei. Sehr schön. Guti. Ja, auf jeden Fall gut in Führung, Mark SSDA. Ja, ich weiß nicht, ob ich mit dem DK-Pick einverstanden bin, aber mal gucken, ob er einen Magic-Trick hat mit DK gegen Mark SSDA. Wer weiß, vielleicht macht er ein paar Rhythmus-Techniken. Oder vielleicht auch einfach Ding-Dong. Oh. Oder er fliegt einfach mal ins Aus. Muss auf jeden Fall besser werden hier. Ja, nee, auf jeden Fall Mark SSDA gut in Führung. Ende vielleicht das Matchup. Boah, der. Ich überleg gerade. Weiß ich nicht. Vielleicht hat er schon öfters mit Repos gespielt. Aber das ist auch ein guter Trainingspartner auf jeden Fall, wenn man das Donkey Kong Matchup lernen will. Hm. Naja. Oh, okay. Wird das to death? Ja, nee. Oh. Oder doch? Nee, oder doch? Nee, oh. Oh, vielleicht doch. Ah, ja, tatsächlich, ja, okay. Okay, das magische war 69. 69. Gar nicht schlecht. Also es kann doch ziemlich früh killen. Wahrscheinlich ja, einfach, weil Samus so groß ist. Genau, ich wollte gerade sagen. So gegen, gegen Yoshi groß, ey. Funktioniert das nicht so gut auf jeden Fall. Dreimal für DK. To down tilt. Samus lädt erstmal ein bisschen auf. Okay, für Plattform verarsche. Oh, Side-B, wow. Das ist ja heftig. Vielleicht hat er das ja gelockt. Ich glaube zwar nicht, aber trotzdem, aber es ist gefährlich. Okay, 66%. Noch kurz auf der Land. Wow, okay. Nice. Gut geschildert von Hiss auf jeden Fall. Häschen. Und. Nee, wow. Der F-Smash nice tippert überlegt. Nicht. Tippert, glaube ich, nur an der Spitze. Wow. Das wäre auch sad gewesen jetzt. Oh, okay. Backer. Backer ist auch stark bei Samus. Oh, und der Charge-Shot. Das war. Trifft heftig. Sein Ziel. 1-0, Mark SSDA. Gut, dass ich immer meine Dose dabei habe. Das sah schon böse aus. Ja. Ah, ist aber tatsächlich ziemlich gut mit Duck Hunt, dass man seine Dose da hat. Das ist normalerweise so stressig, in einem Turnier gegen Samus zu spielen, die da irgendwo dich erstmal wegpuncht und dann irgendwo chillt und auflädt. Ja. Das ist echt zerrt an den Nerven. Und wenn du da eine Dose mal zwischenstehen hast, das ist schon auf jeden Fall sehr entspannt. Entspannt. Hier sehen wir den Wechsel von Häschen. Ja, Diddy Kong Classic. Titi Klonk. Zero. Und Zero Diddy Kong. Oh, der ist da drüber getrippt. Das war schon. Über den Grab getrippt. Ja. Auch noch nicht gesehen. Okay. Oh. Das hätte sehr cool sein können. Abwehr zu Abwehr wahrscheinlich. Hm. Was sagst du Matchup-mäßig? Oh, weiß ich nicht, aber ich denke mal Diddy Kong. Diddy Kong minus 1, oder? Oder vielleicht minus 2 wie in der fiesen Combo. Down, Tilt. Okay. Nice. Wurde ja F-Smash von Häschen hat nicht getroffen. Und leider auch jetzt der Grab nicht von Mark SSDA. Mm. Direkt gepunished mit einem Downthrow to Up Air. Diddy Kong hat auf jeden Fall noch gut Low Prozente. 102% auf Samus schon. Da kam schon der hätte die Down Air. Schon reinhauen können. Die Dash Attack hat nicht funktioniert so richtig, aber okay. 35%, gut. Du musst auf jeden Fall irgendwie schnell Schaden aufbauen. Mm. Ja, Samus spielt halt auch ganz gern mal. Er muss halt echt ziemlich grounded spielen gegen Diddy Kong. Oh! Genau das meine ich, ja. Absolut. Ich glaube ab 140, vielleicht sogar schon 130, bringt diese fiese Attacke einfach mal an. Ja. Mark SSDA. Und obwohl Samus echt auch ein Heavyweight ist. Aber mal gucken. Gute Combo. Ja. So kennen wir unseren Diddy Kong. Okay, Schuss. Oh, nice. Banane Fair grab. With. Okay, wieder zurück. Oh, genau, nice. Muss man so. Oh, er hat den Air-Dodge gewartet. Erstmal Big Percentage. Okay, 39%. Er muss jetzt nur aufpassen. Okay, das war gut. Das heißt, wow, ich wäre so auch drauf reingefallen. Yeah. Oh, okay. Oh, clever ausgenutzt von Mark SSDA. Ja, die Zeit wird genutzt zum Chargen. Und da ist er. Okay. 67%, ja. Da kann auch die Fair von Diddy Kong nicht durch. Ja. Ist auf jeden Fall noch machbar für Mark SSDA. Schön die Banane auch ausgewirft. Aber dann ist er selbst getroffen. 100%, das ist schon ein bisschen hart. Beide missklickt. Uiuiui. Da waren viele Missklicks eben. Ja. Oh, okay. Hier ist ja auf jeden Fall noch ziemlich safe. 126%, das ist schon ein bisschen, ja.
Oh, okay, nice jetzt, Grab. Oh, ich dachte, bei dem Grab kommt jetzt erstmal eine fiese Abwehr-Kombo. Nee, das hätte überleben. Wow. Ja. Vorne hat er auch 143 gehabt, aber ja, sehr aber gut geeignet, muss man jetzt hier sagen. Eben sehr hatte Häschen auf jeden Fall auch Rage. Oh, okay. Zu lang gehangen, ja. 1-0. Tja. Häschen. Das ist ja übrigens Winner Semis gerade. Mhm. Pool A. Erster gegen Pool B, zweiter, so war das. Ich glaube ja, genau. Wir haben heute das erste Mal mit Pools gespielt hier. Ganz komisch. Es gab auf jeden Fall gute Upsets in den Pools. Ja. Okay, die wollen jetzt auf Lilith gehen. Auf Lulat? Mhm. Ja. Kann man auf jeden Fall machen. Okay, wir sehen hier wieder Samus gegen Diddy Kong. Okay, kein. Ich dachte, das eventuell mag. Es steht. Wow. Oh. Es steht, ja. Das dachte ich auch neben. Ach, der macht jetzt den Mark SD. Ah. SD, ja. Auf jeden Fall. Er spielt auch mit Corrin. Da dachte ich eventuell, falls er mit der jetzt nochmal verlieren sollte, dass er eventuell Corrin. Ja, könnte ich mir auch gut vorstellen. Auspackt. Im Moment ist es ziemlich even. Beide gleiche Prozente. Oh, jetzt verteilt er endlich mal. Prozente hieß ja. Und okay. Banana ist auf jeden Fall los jetzt. Ziemlich nützlich. Mhm. Davon muss Mark ziemlich aufpassen. Er darf nicht so viel springen gegen die Banane. Ja, das war clever ausgenutzt. Oh, nicer Grab. Das ist aber geil, wenn da. Oh, mit dem Upsmash, letzter Hit. Mhm. Gut ausgenutzt die Zeit. Oh, das ist gefährlich. Und? To death, ja. Ah. Einmal missklickt. Ja, das war echt fies. Das ist der Charge Shot natürlich auch weg. Steht jetzt 2-1? 1-0. 1-0 erst? Ja. Wir haben ja gerade schon ein Set gehabt. Ah. Oh. Ja, Mark kriegt auf jeden Fall langsam wieder hohen Damage. Oh, nicer Grab. Okay, er hat auch was gehofft, aber der Grab rettet ihn wieder. Schön versucht, da aggressiv hinterher zu gehen. Aber kriegt den Kill nicht. Und wieder Damage. Gut geschildert von Häschen. Ich glaube schon, dass er den Charge Shot gut gebrauchen könnte. Oh, gut gemacht, gut geeilt. War aber schon sehr gefährlich für Summers. Und? Und die Abbie, okay. Was? Oh, echt? Bei 140 mit Rage. Das hat nicht gekillt. Gut geeilt und. Nein. Mark SSR kommt noch, okay. Aber. Ja, Upsmash. Ja. Dash und Attack. Und 2-0. Upsmash. Häschen. Gewinner muss gegen Rufen oder Sketty spielen. Rufen muss gegen Sketty spielen. Ist jetzt 2-0, ja? Genau. 2-0? Ja. Wie ist Donkey Kong nicht erworben? Hat Donkey Kong gespielt? Ja. Stimmt, ist 2-1 jetzt. Sag doch. Das ist recht. Du sagst 1-0, Ella. Ich so, irgendwie bin ich nicht klar im Kopf. Wegen 15 Stunden Autobus? Oder so bist du einfach GG. Ich bin schon ein bisschen GG gerade, auf jeden Fall. Aber heftige. Noch bin ich im Bracket. Ich werde auf jeden Fall jeden zerstören. Oh nein. Ja, mein erster Gegner ist richtig schlecht, habe ich gehört. Wir müssen eigentlich danach spielen. Ja, genau, wir müssen. Du musst auf jeden Fall dann Skum. Mit den L-Spielern machen. Oh. Ja, okay, Losers. Das allererste Spiel. Ja. Okay, also wir sehen hier. Wir sehen noch den Counterpick auf. Wirklich? Wir sehen hier nochmal ein Set König DDD. Okay. Okay, hätte ich. Ziemlich gespannt. Was hätte ich nicht erwartet? New Technique von DDD hier. LOL. Ich muss ja noch kurz weg. Okay, DDD. Mal sehen, ob das. Also, er kennt DDD auf jeden Fall von Tati. Die spielen ziemlich oft zusammen. Aber dass er selbst einen DDD hatte, wusste ich nicht. Ist so. Jetzt aber schon wieder 70% auf ihn drauf. Also, ja, man weiß bald so Heavyweights halt nie, ob die im Endeffekt dann doch noch zurückkommen mit Rage und richtig früh killen oder so. Oder ob die einfach konsequent zerstört werden. Ja, das werden wir gleich sehen. Oh, voll aufgeladener X-Smash. Oh, okay.
Banana Council, F-Smash. Vielleicht kann ja DNL noch was lernen. Mit DDD. Was jetzt mit DDD hier abgeht. DNL. Ja, der auf jeden Fall ziemlich. Oh ja. Das ist. Sieht nicht nach einem entspannten Matchup auf jeden Fall aus. Ja. Für DDD. Er darf auch. Also sieht aus, als ob es no Gordos, no Jumps, no Life, würde ich sagen. Ja, wer weiß. Er macht das auf jeden Fall clever, hieß ja. Oh, und Becker, ja. Ziemlich gut executed. Boah. Jetzt sind wir auf dem letzten Stock für Marcus DR möglicherweise. Oha. So scharf. Beißel hat zu scharfe Suppe geschluckt. Chinese Soup. Währenddessen wird auch DDD zu Chicken hier verarbeitet hier. Abgehustet Table. Ich sehe schon, dass DDD schon gut Prozent gesammelt hat. Auf dem zweiten Stock inzwischen. Ah, hier sind wir schon. Mann. Auf jeden Fall heftig. Ruben ist jetzt auch gekommen. Herzlichen Willkommen. Oh ja, jetzt oh, Häschen. Sieht wirklich nicht gut aus. Oh, jetzt kriegt er tatsächlich mal einen Gordo. Aber konnte leider nichts weiteres aus. Oh nein, das dauert Ewigkeit. Er schluckt erstmal eine Erdnuss und kriegt einen F-Smash ab. Oh, das war's schon. Heavyweight oder nicht, da stirbst du früh. Mark SSD, ja. Verlässt die Wunderzeit. Genau. Und wartet jetzt gleich auf.